Wie viele Erfahrungspunkte bekomme ich dafür? Oh, ich habe sogar direkt genug bekommen für das Level-Up. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich habe ich gerade ein Achievement bekommen, weil ich alle Wege gesehen habe, aber es gab nur einen. So, was hast du zu berichten? Wahrscheinlich, dass du die Kugeln fertiggestellt hast, aber gut. So, ich brauche einmal das Bild von Knackleon. Das von Wolverock fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Und ich glaube, viel mehr brauche ich auch nicht. Ich darf sogar nicht mehr auf die Strecke direkt. Okay. Ja, Kuro. Ja. Also ich hatte da echt Glück, dass ich noch so gerade eben die vernünftig erwischt habe. Also das ist schon ein bisschen gemein, gerade weil du die Blume ja fotografieren musst, um weiterzukommen, denke ich mir. Welcome back. Willkommen zurück. Ich habe es geschafft, das Lumina-Phänomen auf Volca zu analysieren. Du weißt, was es bedeutet. Hier hast du Lumina-Kugeln für die Volca-Insel. Sehr schön. Setze sie bei deinen Erkundungen ein. Das heißt, jetzt können wir auch noch mal mehr Stuff machen. Die grüne Lumina-Kugel. Das ist sogar ein ganz schönes Grün. So. Dann wollen wir doch mal. Das erste Level haben wir an sich jetzt schon zweimal gemacht. Deswegen denke ich, ist das nicht ganz so wichtig, da jetzt nochmal mit den Lumina-Kugeln reinzugehen. Aber das zweite Level haben wir noch gar nicht gemacht. Und das heißt, da können wir jetzt bewaffnet mit allen Sachen reingehen. Ich überlege nur, weil ich ja eigentlich bei dem Level davor gesagt habe, okay, ich gehe erstmal nur mit zwei Sachen rein und dann noch ein zweites Mal mit den anderen beiden Sachen. Ob das so eine gute Taktik ist, weil ich ja sowieso meistens mehr als einmal in das Level reingehe. Einfach um auch wirklich möglichst verschiedene Posen zu erwischen. Oder ob ich sage, okay, ich werfe einfach alles von vorne rein. Da bin ich mir irgendwie auch nicht so ganz schlüssig. Ob ich eher so der Typ bin, chronologisch, erst das eine, dann das andere. Oder ob ich einfach dem Pokémon alles an die Birne werfen möchte. Also es klappt bestimmt beides, aber was für mich sinnvoller ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber das Level kennen wir ja jetzt noch gar nicht. Look at this. Elisart. Elisart? Guten Morgen. Frühstück? Sehr schön. Das ist nur ein Stein, das ist kein Pokémon. Oder? Wobei, da sind die Fußspuren, ne? Also irgendwas war da, glaube ich, auch. Tuska? Tuska! Irgendwie habe ich es vielleicht erwischt. Da ist noch... Da ist Pionskoa schon wieder. Ach, da. Ah, da sind die Kristallblumen. Die wollte ich auch nochmal. Kann ich die bitte ohne Pionskora nochmal fotografieren? Hm. Mal du die Sache, weil du natürlich nie weißt, was du wirklich benutzen musst, damit irgendwas passiert. Und wo du gegebenenfalls Dinge hinwerfen musst. Oh! Hallo Nummer 1, hallo Nummer 2. Da lang, wenn er mich schon so fragt. Wait, where'd the Pokémon from before go? Huh.
Oh well, now's your chance to get further in. Oh, sehr schönes Pokémon. Desputter? Desputter? Hallo? Okay. Desputter hat ungefähr die gleiche Schlafintensität wie Leo. Dann versuche ich es mal nicht weiter zu wecken. Oh! Ist wach geworden. Hallo? Okay. Ich habe hoffentlich Fotos gemacht. So. Haben wir hier noch? Was ist da noch? Was hat er mir angezeigt? Ach, die Kristallblume. Ja. Ja, da geht's rapide abwärts. Oh, die sehen hübsch aus da oben. Irgendwie habe ich das noch erwischt. Wie aggressiv sind diese Onyx hier einfach? Also ich glaube ja, die wollen mich umbringen. Was? Das stimmt mit diesen Onyx hier nicht. Sie haben Spaß. Okay. Das war ein bisschen creepy. Okay, ich glaube, wir sind durch. Das waren vor allem extrem viele Onyx. Wir könnten beim nächsten Mal nochmal die linke Route nehmen. Wir sind jetzt ja automatisch rechts rum, weil ich da noch gar nicht war. Also auch im ersten Level nicht. Also man könnte jetzt auf jeden Fall nochmal links um die Oase rum. Und gucken, ob man vielleicht auch Flemly nochmal ein bisschen besser erwischt. Aber ich finde gerade die Oase, auch mit dieser Felsformation dahinter, auf jeden Fall sehr schön, dass du eben nicht nur Wüste hast. So. Da haben wir tatsächlich mal ein 2-Sterne-Bild von Pion Skora gemacht, wo es nicht am Leiden ist. Ach so, das ist mein 2-Sterne-Bild, weil es da irgendwie einfach happy aussieht. Ah. Ich hatte gerade Angst, dass ich damit meinte, bis zum nächsten Stream. Nein! So lange streamen wir noch gar nicht. Alles gut. Ah, ich habe ein rollendes Tuska erwischt. Welches ist denn das schönste rollende Tuska? Das ist schon... Also das finde ich schon, das hat den Spaß seines Lebens. Gut, Grefels, aber wir haben es zumindest auf der Strecke noch nicht gehabt. Und das ist definitiv besser als das andere. Bei Desputter habe ich halt viele Bilder gemacht, also auch wie es am Schlafen schon ist. Also das finde ich sieht schon sehr stylisch aus. Ich fand die Nummer 9 sah ziemlich cool aus, wie er auf sich zugelaufen kommt. Das hier? Ja, als würde er dich gleich angreifen wollen. Ja. Das ist aber auch cool. Ich weiß aber nicht... Ich weiß nicht, ob ich das... Das mit 3 Sterne ist halt schon cooler, aber 4 Sterne ist halt natürlich automatisch immer... Ich würde das 4-Sterne-Ding nehmen, weil er beim 3-Sterne nicht ganz auf dem Bild ist. Ja komm, nehmen wir die 4 Sterne. Aber die sind beide cool. Stimmt damit Onyx nicht. Okay. Gut, Flemly können wir auch mal mitnehmen. Hallo. Was habe ich jetzt noch ohne Motiv? Oder so.
Also die Onyx fand ich ein bisschen sehr aggressiv. Die waren so vom Niveau her wie die Papinella im letzten Stream. Die waren einfach allgegenwärtig. Nice work. Aber sehr schön. Also ich fand sowohl das Stufe 1 Level jetzt hier in der Wüste als auch das Stufe 2 Level eigentlich ganz schick. Wo ist der Unterschied zwischen einem Stern und zwei Sternen? Erklärt es mir. Was? Also ich fand, Stufe 2 hat ein bisschen mehr Leben schon fast gehabt, da war ein bisschen mehr los. Stufe 2, nee. Zwei Sterne hatte die Klauen ein bisschen tief. Ah. Okay. Aber so an sich, dafür, dass ich nicht der größte Wüstenfan bin, finde ich schon, dass die es hier sehr schön umgesetzt haben. Vor allen Dingen finde ich auch, dass der ganze Sand nicht einfach aussieht wie so eine riesige Baggergrube irgendwie. Also der hat schon so richtig Textur. Also ich finde, das sieht schon, wenn man mal so guckt, es ist nicht nur eine große gelbe Farbfläche. Man sieht halt auch wirklich die Sandtextur da drin ganz gut. Deswegen ist auch, finde ich persönlich, sehr realistisch aussieht. Und was ich auch sehr schön finde, was leider sehr viele Spiele machen, dass der Sand hier nicht so pissgelb ist. Ich habe das Gefühl, viele Spieler, die Wüsten designen, die machen den Sand einfach richtig knallig gelb. Und es sieht einfach total unecht aus. Da finde ich das hier mit diesem beige-braun viel realistischer und viel angenehmer fürs Auge. Gerade in Kombination mit dieser Sandtextur. Nice work. Falls das irgendwer nachvollziehen kann oder ob ich einfach nur wieder künstlerischen Brei von mir gebe. Aber ich finde, sowas kann man auch ruhig mal appreciaten. 3.999, aber ist auf jeden Fall besser als das linke Bild. Das rechte ist nur leider immer noch Top-Tier. Hm. So, wie viele Punkte kriege ich jetzt dafür? Das sieht schon richtig evil aus, weil sein von uns aus gesehen linkes Auge durch dieses Leuchten, man sieht es eigentlich nicht, aber durch das Leuchten sieht es aus, als wenn da ein Auge wäre. Nice work. Boah. Sind viel zu wenig Punkte. Schon, aber es ist schon ein cooles Foto. Das ist voll die coole Pose und der gibt dir nur 486 Punkte. Trug, der hat auch keine Ahnung. Das Onyx hat fast genauso viele Punkte gekriegt. Für ich habe keine Ahnung was. Für ich penne einfach. Ja stimmt, Despot hat sich aus, wenn es digitieren würde. Nice, ja, aber total. Was willst du denn dann? Metall-Despotar? Mega-Despotar? Ich finde Metall cooler. Ist dir schon wieder langweilig? Nö, ich gucke gerade deine Fotos an. Ah. Ja, nee, das ist schon nochmal cooler, ja. Und ehrlich gesagt finde ich die linke Kristallblume auch immer noch ein bisschen schöner, weil die rechte sieht man irgendwie mit der Farbgebung gar nicht so gut. Die Hyper-Spirit-Digitation. Da brauche ich aber noch ein paar mehr Pokémon für. Nice. Oh, schon einige Punkte bekommen. Und du hast schon wieder Neuigkeiten für mich. Gönn mir doch mal ein bisschen Freizeit. Das finde ich aber auch echt schön von Elisard tatsächlich. Und dann hätte ich gerne noch das hier. Und das finde ich aber auch richtig stylisch. Und Onyx kann mir gestohlen bleiben. Was möchtest du denn jetzt noch von mir, Professor? Der ist schon so eine Labertasche, ja. Vor allem, ich habe doch eigentlich... Wobei, ich habe noch keine ZR-Funktion. Bitte verschone mich. Ihr könnt bitte auf R das gleiche wie auf ZR packen, weil bei L ist es auch so. L und ZL sind auch die gleichen Funktionen. Alright. Lasst uns anfangen. Professor. Du hast bestimmt herausgefunden, wo wir als nächstes hin können, oder? Mhm. So ist es. Da scheint hier jemand wieder voller Energie zu sein. Ich habe noch mehr als genug Strecken offen. Come on. Warnst dich länger auf die Folter. Was ist das da? Ach, es war Dedens Schweif da rechts im Bild. Das war sehr irritierend. Ja, ja, ich erzähle ja schon. Unsere nächste Erkundung findet auf einem Vulkan statt. Ich glaube nicht. Auf einem Vulkan? Abgefahren. Klingt gefährlich. Sind wir dort denn sicher? Ja. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe das Neo One dafür speziell ausgerüstet. Da bin ich ja beruhigt. Aber gibt es Pokémon, die in so einer Umgebung leben? Eben das sollt ihr herausfinden. Thanks. Viel Erfolg! Also, die letzten Welten
Da hat das immer echt gedauert, bis wir was freigeschaltet haben und jetzt bekommen wir alles hinterhergeworfen. Neues Gebiet verfügbar! Thanks. Das heißt, wir könnten jetzt auch noch zum brodelnden Vulkan. Dieser heiße Vulkan wird bis heute von urzeitlichen Pokémon bewohnt. Ach, sind da auch ein paar Fossilien eventuell? Ich meine, es war klar, dass hier noch ein Level sein wird. Der Vulkan war ja nicht nur dekorativ. Aber wir gehen natürlich erstmal zurück in die Wüste. Und ich würde hier gerne noch ein zweites Mal rein und diesmal einmal links entlang fahren. Und dann bin ich damit auch fertig mit dem Taglevel, aber einmal würde ich gerne schon nochmal rein. Und dann gehen wir nochmal ins Nachtlevel. Aber so viel Zeit muss sein, hier nochmal reinzugucken. Ich meine, ich werde jetzt nicht, wie gesagt, 100% in dem Spiel machen, schon gar nicht im Stream. Good luck. Warum verbuddelt sich das Ding immer so schnell? Elisat! Hallo? Es hat einen Apfel gefuttert. Das wollte ich eigentlich scannen. Was ist denn hier? Ach, da ist Hoplo! Ah! Okay. Hi. Dann wissen wir zumindest, von wem die Fußspuren waren. Nein, Tuska ist umgefallen. Und was kann ich hier? Ach, sind die Kristallblumen, die ich scannen kann? Ja, wahrscheinlich. Hallo? Da oben. Da weiß ich aber auch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Na gut, dann fahren wir erstmal wieder hoch. Und diesmal würde ich... Hallo? Gerne links lang. Ich meine, cool, dass wir da auf jeden Fall rechts lang konnten, aber diesmal würde ich dann hier lang. Sebuteros hat in meine Seele gestarrt. Ich meine, ich weiß nicht, ob es wirklich so viel bringt, jedes von diesen Dingern einfach anleuchten zu lassen. Aber ich finde das leider einfach viel zu witzig, das zu tun. Huch. Ich gebe zu, das war vielleicht ein bisschen sehr nah. Aber naja. Kann schon nicht schaden. Aber die sehen halt auch einfach richtig cool aus in Glit. Ich kann Knackleon von hier aus sehen. Und da ist schon wieder Hoplo. Das ist halt auch so wie Pokémon-Karten. Die Holo-Karten sind irgendwie immer mehr wert. Rettet das Knackleon da hinten. Knacki! Oh, es ist losgelaufen. Hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? It's time. So. Oh. Oh, Hoplo! Du Model, du! Ich habe das genau gesehen.
Oh, ich wollte gerade noch ein Foto machen. So. Ich höre meine Aussage zurück. Ja, aber es stimmt, die Lumina-Kugeln sind nicht ganz so wichtig bei den Tagleveln wie andere Funktionen. Bei den Nachtleveln natürlich ein bisschen mehr. Aber nicht jeder reagiert ja auf alles. Finde ich aber auch ganz gut, dass es ganz unterschiedlich ist. So, Pionskora. Also das ist ja wohl schon besser als das, was ich vorher hatte, ne? Also es ist mittig und es ist riesig. Elisard. Aber Hoplo haben wir ja wohl. Ich meine, das ist schon Top-Tier da links, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Aber wir können zumindest für die Strecke noch mal eins abgeben. Und Vivillon? Welches nehme ich von Vivillon? Da sieht man seine Flügel schon mal besser. Da ist es seitlich. Ich finde das schon fast schöner, aber weil da nicht so viel Sand im Hintergrund ist. Tuska? Haben wir an sich ja schon alles. Bei Roterus habe ich aber scheinbar irgendwas Neues. Die drei Sterne? Aber die drei Sterne sind jetzt nicht so viel anders als die zwei Sterne, die ich da vorher habe, aber okay. Manchmal verstehe ich auch nicht so ganz, warum. Oh, okay. Das war eigentlich nur so ein bisschen random. Ja. Und was habe ich bei... Also dann ja wohl das hier. Das ist ja wohl Top-Tier, wie es da hochspringt. Ja. So ein bisschen was haben wir zumindest noch erwischt. Ich meine, klar, es wird natürlich mit jedem Besuch so ein bisschen weniger, ganz klar. Und ich habe es schon mal gesagt, ich denke, wenn du wirklich auf die 100% aus bist, also wirklich deinen Fotodex zu füllen, nice, und du auch wirklich von jedem Pokémon eben 4 Fotos haben möchtest und vielleicht auch da nicht nur Bronzesternchen, sondern wirklich die Diamantsternchen, nenne ich es mal, überall haben möchtest bei jeder Punktzahl, ne? Dann gehst du wahrscheinlich auch wirklich teilweise für ein Pokémon noch rein. Also ob ich dafür so die Geduld hätte, weiß ich nicht, weil du auch bestimmt manchmal nur so einen kleinen Moment hast, ach, das ist immer noch ein bisschen schöner mit dem Hintergrund, wo du abdrücken kannst, wie mit der Kristallblume zum Beispiel bei dem Sandfall. Also weiß ich nicht, ob ich da wirklich so die Geduld für hätte. Also eigentlich habe ich da dreimal das gleiche Foto. Also... Ne? Gut, das war jetzt eigentlich eher so just for fun, aber okay. Aber die Positionierung ist wieder absolut perfekt. Das finde ich witzig, wie es da richtig so rausgeschossen kommt. Da haben wir sogar auch schon 3 Stück. Nice. Also wir füllen das auf jeden Fall ganz gut. Ich fühle mich schon wieder verarscht. Ich glaube, da müssen wir leider gleich Jan nochmal ranlassen. Wobei dann wiederum, du kriegst ja nur Erfahrungspunkte, wenn du Pokémon fotografierst, die du noch gar nicht hattest oder wenn du bessere Fotos machst. Deswegen, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, da dann wirklich noch was Neues zu finden, was besser ist. Da ist mein Knackleon. Hoplo möchte ich auch ganz gerne einmal speichern. Ja. Also an sich fehlt halt echt nicht mehr viel zum Level-Up, ne? Wäre eigentlich schade, das nicht mitzunehmen. Weil dann könnten wir noch das Tag-Level quasi damit fertig machen mit einem Durchgang. Dann hoffentlich Stufe 3 freischalten. Stufe 3 nochmal machen. Und dann halt das Nachtlevel in beiden Varianten einmal machen. Hi. Es sind so wenig Erfahrungspunkte, die fehlen. Ne, das ist eigentlich schon fast traurig. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Jan gerade Zeit hat. Ich bin sofort da. Und wie gesagt, danach können wir nochmal die Wüste machen.
Ich meine, Stufe 1 haben wir ja schon mal gemacht, aber auf jeden Fall Stufe 2 dann nochmal. Ja, so ein oder zwei Bilder, aber die musst du halt auch erstmal erwischen. Weißt, ja. Weißt du noch, wie es funktioniert? Jo. Auf A ist Foto und da ist Zoom. Was bist du, ein Pokémon-Tutorial? Weißt du noch, wie es funktioniert? Ja, also das geht so, so, so und so. Ja. Die Melodie ist auf R, die ist neu. Habe ich die Melodie nicht vorher schon gehabt? Ich weiß nicht, ob du die schon hattest. Im Dschungel, oder nicht? Okay. Ich weiß nicht, ob du die schon mal eingesetzt hattest, deswegen.